Geburt an Taub vermutlich. Ein Australian Shepherd Mischling, eventuell mit Kuhwatsch dabei. Bärchen war erst ein paar Monate alt, als man ihn ganz tief im Wald ausgesetzt hat. Und er hat Riesenglück gehabt, dass ein kleiner Dackel ihn zufällig gefunden hat, weil so tief im Wald wäre niemand darauf gekommen, da nach einem Hund zu suchen und er wäre jämmerlich verdurstet. Bärchen hat danach über 2 Jahre auf einer Pflegestelle auf ein neues Zuhause warten müssen, weil sich einfach niemand dieses Powerpaket zugetraut hat. Niemand bis auf Andrea. Andrea hat den Kampf aufgenommen und ich denke, man sieht heute, dass sich ein bisschen Arbeit, ein bisschen Mühe lohnt, gerade bei den Tierschutzhunden. Da werden so tolle Hunde draus, wenn man sich eben entsprechend bemüht. Bärchen hat auch eine Hundeschule besucht mit Andrea. Auch noch so ein Irrglaube, den er schon mehrfach widerlegt hat, nämlich der, dass man mit einem behinderten Hund ja nichts anfangen kann, ja von wegen. Bärchen hat eine ganze Zeit lang hobbymäßig Agility betrieben. Zu Wettkämpfen hat es nicht gereicht, einfach weil er da nicht die entsprechende Geschwindigkeit an den Tag legt. Aber immerhin hatte Spaß dabei und das ist die Hauptsache. Und Andrea klickert auch mit ihm. Da fragt man sich jetzt erstmal, ein sauber Hund klickern, wie soll das funktionieren? Der hört den Klick doch nicht. Nee, klar. Man nimmt auch keinen normalen Klicker, sondern eine LED-Leuchte und konditioniert den Hund anstatt auf das Klickgeräusch auf das Lichtsignal. Und das klappt ganz hervorragend, damit hat Bärchen eigentlich auch alle Tricks gelernt, die er uns hier so zeigt. Bärchen hat unter anderem auch gelernt, den Deckel wahlweise mit der Nase oder mit der Pfote zu berühren und das alles auch auf das entsprechende Handzeichen. Schauen wir mal, ob das auch mit der Nase klappt. Ich denke schon. Bärchen ist zusätzlich zu seiner Taubheit auch noch leicht sehbehindert. Eine Pupille ist bei ihm verschoben im Auge. Und dadurch hat er manchmal das Problem, dass er Sachen, die sich unterhalb seiner Nase befinden, nicht mehr unbedingt wahrnimmt. Das werden wir gleich auch noch sehen, wenn er uns auch was von den selbstgebastelten Hundespielzeugen vorführt. So, und zwar nämlich die Flasche. Bärchen muss an der Flasche ziehen, um die Flasche zum Kippen zu bringen und die Leckerchen raus zu befördern. Manchmal muss man ihm dann ein bisschen helfen, weil er die Leckerchen, sobald sie unterhalb seiner Nase sind, nicht mehr so ganz wahrnimmt. Genau, das haben Sie jetzt gesehen. Da guckt er erstmal und weiß nicht so ganz, wo es ist hingefallen. Taube Hunde haben im Alltag auch durchaus ihre Vorteile. Denken Sie mal an Ihren eigenen Hund zu Hause. Hat er Angst vor Gewitter? Oder vor Feuerwerk an Silvester? Liegt zitternd in der letzten Ecke, verkriecht sich vielleicht in der Badewanne? Das Problem haben Sie bei einem tauben Hund nicht. Der steht höchstens am Fenster und guckt sich begeistert die bunten Lichter an, aber Angst vor den Geräuschen kennt der taube Hund nicht.